Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von 7 Days to Die. Mit mir und natürlich, wie immer, den anderen Übertäter. Wo ist er? Da hinten, diese CB. Hi. So. So. Wir brauchen natürlich jetzt ganz dringend Antibiotika. Und noch? Tee. Und Mampfen. Was noch alles? Eigentlich alles. Hm. Ja. 30 Stück. Ich mache jetzt erstmal Speck mit Ei. Ja, mach du Speck mit Ei. Ich versuche weiter mal die Häuser zu looten. Vielleicht finde ich ja doch noch irgendwo Antibiotika. Oh, Andock. Das wäre ja sehr gut. Vielleicht weil er dich nicht mag. Speck mit Eier ging noch im Kochtopf. Kochtopf, oder? Nee. Gucke in dem Campfire, was auf der Fort steht. Okay, dann halt doch auf den Grill. Stell ich mir zwar schwierig vor mit der Eier, aber naja. Die Amis sagen, das geht, dann geht das auch. Ah. Ja, klar, wenn die Amis das kennen, dann können wir das recht. Genau. Aber gut, ich finde es jetzt nicht so schlimm, dann können wir wenigstens gleich noch Tee machen. Das ganze Wasser versteckt. Wenn ich mal so fragen darf. Das habe ich bei mir. Verdammte Scheiße, ich komme zurück. Benannt. Doch, stehen. Schon ein bisschen bescheuert aus. So total vermummt, aber ohne Schuhe. Hey, das ist der neue Trend, hör auf. Meinst du, setzt sich durch? Natürlich. Und wenn nicht, dann gibt's auf die Füße. War schon recht an. War ich denn jetzt, verdammter Kacke? Aber ja, jetzt läuft der Server etwas besser. Okay, wir haben jetzt noch keine Horde gehabt, ne? Ja. Wenn das Hundefutter nicht ehrt, ist das Würstchen nicht wert. So, der Tee brüht. Das Schwein brennt. Hat mir jetzt zufälligerweise noch irgendwo Steine rumliegen? Ich glaube nicht. Also zwei habe ich bei mir. Reicht nicht. Wow, da war ein Loch. Wir sollten die Treppe mal wieder reparieren. Sollten wir echt? Ich hätte es so gelassen. Willst du mir was durchschießen? Natürlich. Oh, ich habe ein schönes Leder-Tanktop für dich.
Nichts findest du hier. Nichts. Gar nicht. Gar nicht. Könnte aber sein, dass du gleich Spidey-Besuch bekommst. Was heißt denn könnte sein? Ich habe ja den gehört, das hat mir nicht gerade. Was du hörst. Ich hier Schritte. Dann bleib doch mal stehen. Ja, ist das bei dir. Aua! Exakt. Ja, ich höre da auch was. Komm, 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 wird schneller. Kannst du schon mal Pfeile herstellen? Weil ich habe keine und ich bräuchte demnächst welche. Eine Pfeile? Was willst du denn? Was willst du denn feilen? Meine Augen natürlich. Ach ja, was eine Frage. Oshi, du bist mir gerade echt auf die Nerven. Ja, nee, ist klar. Party, oder? Bitte was? Ich grad Party. Also ich sehe da hinten ist beide laufen. Und noch irgendwas anderes. Noch ein Bodenkrabbler. Und noch so ein Kopfnicker. Kopfnicker. Das ist der Techno-Boy von nebenan. Nicht der schwarze Mann, sondern der nickt. Also wenn ich mir so beobachte, zum Schreier, könnte eigentlich auch ein Besoffener sein. Noch ein Beaker. Hammer. Geräusche. Einfach nur herrlich. Ach man, ich hab nichts, was ich wegschmeißen kann. So ein Dreck. Schmeiß alles weg. Und schon werde ich 2 Pistolen wegschmeißen. Und eine abgesägte Schrotflinte. Wenn du die noch hast.
Kettensäge. Aha. Heißt? Ich habe mich mit ihnen hier gerade über die Theke geklopft. Bringen wir noch das Holz mit. Was soll ich noch alles mitbringen? Vielleicht noch ein paar Frauen oder? Wenn sie nicht so rumschreien, ja. Tja, ich würde gerne was mitbringen, aber ich bin voll. Ich loot jetzt gerade noch einen Waffenschrank. Gucken, was da noch Schönes drin ist. Ich hoffe, etwas Gutes. Ansonsten haben wir jetzt, bin ich knipperdicke voll. Antibiotika wäre immer noch nicht schlecht. Ja, habe ich immer noch keine gefunden. So, das ist der dann erstmal. Genau, jagt immer alle das Schwein, dann gehe ich mal weiter. Wieso sind die guten Hütten eigentlich immer verschlossen? Damit so einer wie du nie rinkommst. Und die nächste Pistole gefunden, sind wir, wollen die mich hier verarschen? Ach so, ein Brille hab ich schon. Gerade nach einer kleinen Horde, Marco. Mhm. Hallo? Tja, wenn ich Pech habe, schneiden sie mir jetzt den Weg nach draußen ab. Gut, das sind kleine Horde, nehme ich mal zurück. Brauchst Hilfe. Nö. Nö. Dann nicht. Die Schlösser lass ich mal für ein Schloss. Hattest du ein Mining-Helm gefunden gehabt? Ja, hab ich doch gesagt gehabt. So, hörst du mir zu. Musst ja nicht immer für voll nehmen. Sag mal. Der nächste Alte, der mich jetzt holt, schlägt mich. So, einmal Antibiotika habe ich. Yippie. Aber leider bloß einmal. Wir brauchen zweimal. Ich komme erstmal nach Hause mich entleeren. Du kannst ja Klo aussuchen.
Früher hat man das ganze Zeug alles hinterher geworfen bekommen und jetzt hast du das Problem, es zu finden. Die Antibiotika packe ich in die Fressenskiste rein, genauso das Fett. Ja, nimm's doch gleich. Ja, du hast doch länger die Infektion, oder nicht? Na, du hast doch auch, denke ich. Na klar, du ja auch. Willst du jetzt schon wieder verrecken? Na egal. So, wechseln sie. Zu spät. Ich weiß, ich bin toller Kumpel, ne? Opfer wird's immer geben, weißt du doch. So ganz oben. Yep. Ich bin ganz oben und versuche mich zu entleeren. Ich habe gerade wieder eine Abkürzung nach unten genommen. Was denn soweit? Hier, du hast was in Auftrag gegeben. Sammel ein. Oh, schön. Pfeile. Jetzt waren ganz da zu Hause und hätten schon mal. Das ist so Standard bei dir. Dass du das sagst, ja. Ja. Denkst du denn? Achso, siehst du, ich hab noch die 6 Eisenbahnen von dir. Ich pack die mal in die Waffenkiste rein. Gebratenes fressen. Doch. In der Essenskiste. Alter, wird reingeguckt. Bin ich schon blind? War doch im Kühlschrank. Gut, ich war im Kühlschrank dran. Also manchmal bin ich ja echt schon peinlich, oder? Manchmal. Jetzt betreib nicht, komm. Achso, der nehme ich jetzt zu. Immer schön die Pflanzen hier. So, da waren wir auch schon drinnen. Gucken wir mal da rein. So, jetzt können wir die Küchenzelle mal ein bisschen erweitern. Hast du ja Tee aus dem Dings genommen? Nee. Nö, noch nicht. Ach nee, alles muss man sagen. Haben wir schon Lehm? Gucke mal. Dann müsste ich am Schrank nur sehen. Gut. Bisschen was. Irgendwo. Wenn ich's finde. Ja, da 7 Mal. Was ist hier los? Doppeltür. Die nächste Pistole gefunden, sag mal. Wollen die mich verarschen? Ach ja. Hacke, der Holz. Musste man gleich bestimmen, für was die Forge war? Nee, nö. Aber wie meinst du es mit bestimmen? Sagen wir mal so. Na, was die herstellen können. Nee, das ist egal. Jetzt, ja, ja. Du brauchst einen größten Molch ansetzen, dann erstellst du das Zeug. Zu sicher ist das. So, und was sich hinter dieser Tür verbirgt, werden wir in der nächsten Folge sehen. Bis dahin, macht's gut. Und tschüss.